sich zu ihren Fahrzeugen zu begeben. Wir haben jetzt 13.13 Uhr und 13.15 Uhr geht das erste Auto auf die Strecke. Dann mit Hallo. Und? Wie viele Manta-Witze haben Sie denn heute schon gehört? Noch gar keine. Noch gar keinen. Jeder sagt, cool, ein Manta. Aber keinen Witz gehört. Nee. Und der Fuchsschwanz da oben, so wie es sein muss. Genau, der muss dran. Ja. Und wie alt ist der Wagen jetzt? Der ist Baujahr 78. 78. Ja, geht ja gerade, ne? Ja. Das ist einer, der 19 Jahre beim Händler in der Ecke gestanden hat und wir haben ihn nach 19 Jahren auf dem Anhänger gefahren mit ein bisschen Stottern. Ja. Ja, und dann haben wir ihn so gelassen, haben ihn nur technisch wieder auf Vordermann gebracht und seitdem fahren wir. Das ist ein Privatordnung Gebrauch, also gar nicht irgendwie nur für solche Geschichten hier. Nur für solche Geschichten, aber auch so zwischendurch mit der roten Nummer kann man ja nicht alles fahren. Ja, ja. Aber wir haben ja auch noch einen anderen Wagen, wir fahren noch einen Rekord. Mhm, auch, ja, ist ja auch schon alt. Genau. Ja. Also richtig Opel-Fan, ja. Nicht Fanatiker. Genau. Ja, guck. Da ist dann mal so ein richtiger Glücksgriff gelungen wieder. Ne? Ja. Wenn er beim Händler gestanden hat, irgendwo schön warm und trocken. Ja, genau. Gar nicht viel dran gemacht. Nee. Einfach. Also von der Karosserie sind nur zwei neue Kotflügel dran gekommen, weil die verbeult waren von dem Vorgänger. Da waren ältere Herren. Irgendwo mal angeklatscht, die Kotflügel. Ja. Ja, und die haben wir erneuert. Und die ganze Technik natürlich. Neu Stoßdämpfer, Bremsen erneuert. Und dann Flu. Ja, läuft. Ja, schönen Dank. 23.000 Kilometer. Ja. Wie viel hat er drauf? Jetzt haben wir 27.234. Und wie viel Mal schon? Nee. Ah, es ist original, ist original, weil der hat fast 20 Jahre bei den Händlern. Ja, ja, ja. Und vorher sind das nur ältere Leute gefahren. Also auch nicht viel, ja. Und ja, der Beste, im Fahrzeugbrief steht drin, Erstbesitzer Vater von Dieter Bohlen. Was so ist. Wissen wir noch nicht, aber man kriegt das ja nicht so raus, aber der Name stimmt. Ja. Das Geburtsdatum.